Das ist ein Topf mit Wasser, Salz und Nudeln drin. Es gibt einen Trick, um die Nudeln nicht selbst umrühren zu müssen. Und dieser Trick besteht darin, eine Seite des Topfes kälter als die andere Seite zu machen. Das bewirkt, dass die Nudeln von selbst sich drehen. Es entsteht ein Kreislauf dadurch, dass das warme Wasser und die warmen Nudeln nach oben steigen und die an der Oberfläche abgekühlten Nudeln an der anderen Seite wieder absinken. Das ist ein Kreislauf, der sehr dem Kreislauf bei einem klassischen Hausheizungssystem ähnelt. Und man sieht, wie gut das System funktioniert. Die Nudeln werden von selbst umgewälzt, ohne dass ich irgendetwas sonst machen muss. Allein durch die Hitze. Ja, das war das Video. Sehr spektakulär. Sich selbst umrührende Nudeln.